Hallo, liebe Mädchen. Die letzte Entscheidung vor dem Finale steht an. Und zwar morgen. Mit vielen Höhen und Tiefen habt ihr euch hier bei Germany's Next Topmodel immer weiter gesteigert. Und deshalb haltet morgen bitte eine Rede, in der ich von eurer ganz privaten Reise hier bei Germany's Next Topmodel erfahren werde. Sie sollte ungefähr 1,5 Minuten lang sein. Ich freue mich auf euch. Bis morgen, eure Heidi. Wir alle waren in so einer Schockstarre, weil wir uns angeguckt haben und dachten, ja, jetzt ist es soweit. Wir wussten es, wochenlang haben wir darauf gewartet, wann es endlich kommt. Jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir eine Rede schreiben und dann auch noch halten für Heidi. Ja. Den restlichen Abend verbringen meine Mädchen mit der Vorbereitung ihrer Reden. Sechs Halbfinalistinnen sind noch im Rennen um den Titel Germany's Next Topmodel. Und eins steht fest, sowohl vom Look als auch von ihrer Personality könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Wir sind alle sehr angespannt. Es ist unsere letzte Elimination vom Finale und wir spüren es auch, also ja, schon aufgeregt. Okay, ich bin bereit. Ich erwarte, dass es heute ein schöner Tag wird, der in Erinnerung bleibt. Man zieht nicht jeden Tag ins Finale ein oder eben auch nicht. Ich komme, wenn nur 4 ins Finale. Ich möchte auf jeden Fall meine Familie und meine Liebsten sehr stolz machen mit meiner Rede, mit meinem Auftreten. Auf jeden Fall möchte ich mich auch stolz machen, denn heute ist so eine Art Examen, wo man einfach alles rausholt, was man bis jetzt gelernt hat, was man bis jetzt so an sich rangelassen hat. Ich würde mir da nicht so verkrampft jetzt alles abschreiben. Deswegen, ich kann es eh nicht auswendig lernen. Deswegen. Dann mach dir im Kopf einfach, wie du es sagen möchtest, gehst im Kopf die ganze Zeit durch und verkrampf dich jetzt nicht auf dieses Buch, weil Sätze schreiben ist sowieso nicht so schlau, wenn dann Stichpunkt. Ich finde es ungemein schwer, eine ganze Entwicklung in 1,5 Minuten zu fassen. Es ist eine sehr große Aufgabe. Wirklich. Ich hatte die letzten Wochen sowieso den Eindruck, dass Celine sich so ein bisschen verändert hat dahingehend, dass sie es geschafft hat, mehr sie selber zu sein. So nicht so irgendwie eine Hauptsache nirgendwo anecken und gar nicht gemerkt hat, dass sie dadurch eigentlich Streit verursacht hat. Mit dem Charakter kommt halt nicht jeder klar, aber wir haben es akzeptiert. Seitdem gibt es auch keine Punkte mehr, wo man sich streiten würde, weil jeder Charakter ist anders. Solange du real bist, ist alles gut. Die Rede zeigt für mich einfach, dass sie jetzt wirklich bereit dazu ist, zu stehen, 100%, wer sie ist. Auf jeden Fall sammle ich gerade meine Kräfte, damit ich gleich alle meine Energie rausgeben kann. Dass sie gerade vor quasi halb Deutschland sich offenbart, zeigt, dass sie ihren Frieden damit geschlossen hat. Celine und ich können uns fast schon Freundinnen fluchen, würde ich sagen. Oder? Oh, wo ist sie? Oder, Soliva? Ja. Was du nicht falsch verstehen sollst, ich will nie wieder einen Wettbewerb mit dir machen, aber ich gehe sehr gerne mit dir feiern und essen. Als Support für die Mädchen und als zweite Gastjurorin habe ich heute eines der bekanntesten Models der Welt eingeladen. Alessandra Ambrosio. Vom Victoria's Secret Engel zur Weltkarriere. Die 40-jährige Brasilianerin ist extrem erfolgreich. It's always a big pleasure to be here to help Heidi. I don't even know how many times I've been. I've been so many times. Like there was times that I was doing photoshoot with the contestants and helping them how to walk. There's like 6 girls for the semi-final and I think it's gonna be very exciting. Oh, hi! How are you? Good. Guten Morgen. Good morning.
kann ich ja mit dir reden? Ja. Ich kann gerade nicht reden. Das Ding ist, das schüchtert schon einem ein, ja, so, man ist so... Ja, irgendwie hat mir das die Luft genommen. Wow, ein super Topmodel steht vor einem. What are you nervous more about, the speeches or the runway? Speeches. Are you guys talking about your journey or about your life? How did you get here? I was like thinking about to talk what this journey did with me, mm-hmm, and my character is really like about perfection, and I had to deal with some no's, not only in the jobs but also with other people. You know, if you didn't do something perfect, it's fine, maybe it's even better. The imperfections makes who you are, and the, you know, and everything combined makes you very unique. You have to be dynamic, you have to, you know, have like a strong personality to win on this. It's very important to me to be visible for other people, and I definitely achieved that. And through my whole journey, I faced so many insecurities. Everyone has some insecurities, and it's about showing everyone what you're good at, featuring like the best parts, and that's modeling. I was on a point I want to give up, and I was lying in my bed and was crying and thought, oh, why I'm here. When I moved to New York, where I was 17, I was like by myself, feeling very lonely. I kind of, you know, wanted to quit everything. A little bit later, I was like, what am I doing? Why am I not chasing my dreams? And I think that's important, you know, to fight, to believe in ourselves. Like, if you don't do it, nobody else is gonna do it for you. Das zeigt einem, okay, wenn man so Phasen hat, dann kommt man da auch raus und schafft es sogar dahin, wo sie jetzt steht. Here, I grew up. And this is what I want to do in my life. It's a dream. Yeah. And I want this. You all are stunning, you know, and I think beauty comes in every shape, every color, every type of, you know, that's the beauty of the world. And that's what you guys represent here. And believing in yourself will get you guys into the final. Es ist genau das, was wir auch in diesem Moment irgendwie gebraucht haben. Dieses nicht aufgeben. Nochmal alles geben, nochmal alles zeigen, weil das jetzt einfach unser Moment war. I can't wait to see you rocking that runway. So today it's a 3 sides runway, it's like a triangle. And you're gonna have to stop in each way and do like the best pose you can. They do have 3 chances to strike the pose. But it might be tricky because we can see them from every single angle. There's like stairs, so it's not gonna be that easy. We're gonna be seeing everything, so be aware of that. Oh my God. Oh, look at this outfit. Oh, wow. Those are gorgeous. Bei der heutigen Elimination laufen die Mädchen in den Roben von Iris van Herpen eine Fashion Show. Die Haute Couture-Kreationen kosten zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Stars schwören auf ihre exklusiven Designs. Naomi Campbell, Rita Ora und Joan Smalls zum Beispiel sind Fans. Und ich natürlich auch. Be careful to not trip on the going down the stairs. Hat sie gerade gesagt, auf den Stufen? Ja. Und ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall ein paar Posen davor schon mal überlegen, ja, damit wir uns komplett darauf vorbereiten. Und die Treppen wegen den Kleidern? Ja. Ja. You can kind of feel the fear if they're, you know, if they're not sure about what they're doing. You can see it and you can feel it. So I think more personality, more attitude, more like believing in yourself, that's what we want to see.